eigentlich so weit wie möglich, wenn ihr umspecken könnt, also sollt ihr es eigentlich machen. Die neue Klasse nehmen, weil es ist schon. Ihr levelt ja dann die ganze Zeit eure Klasse nicht mit, wenn ihr nicht das macht. Aha. Kann ja sowieso mal gucken. Ich habe hier gerade wieder ein paar Punkte, sehe ich gerade. So. Naja, klar, Skill halt, wa? Wie kann ich nicht skillen? Wo war denn dieses andere Fenster, was ich hatte? Ja, wenn du dir eine Klasse ausgewählt hast. Moment, ich gucke jetzt mal in deinen Stream. Das ist ja beinahe wie TeamViewer. Ja, ich guck jetzt mal, was auf deinem Bildschirm abgeht. Oh. Ich sehe mich selbst kämpfen und Gott, sehe ich gut dabei aus. Oh. Ja, da. Activate the Passage. Nee, warte. Ah, jetzt hast du wieder weggemacht. Oh, du bist unter Average. Interessant. Ja, wird schon richtig sein. Klick mal auf Advancement. Advancement. Ah, hier, ja. Gut, hab ich. Jetzt musst du warten, bis ich das Snapstream sehe. Ja. Charakter-Settings. So, das hast du ja so angeguckt. Okay. Und du hast jetzt Wizard ausgewählt, Circle 2. Richtig. Dann sollte eigentlich eine Quest dafür aufgehen. Okay. Machen wir das hier mal weg. Gucken wir mal nach Quest. Irgendwann hatte ich ja gerade ein Questing gehabt, die Queste. Das eine, was ich da sehe, ist die Mine. Mach mal deinen Stream gerade groß. Scheiß drauf, ob bei mir was geschrieben wird. Du hast aber eigentlich nur Minenquests. Hier ist was mit Wizards. Ja, Questinformation, Level 15. Den sollten wir da machen. Ich soll mit den Wizard Master quatschen. Der Wizard Master startet wahrscheinlich. Oh. In Klala Topeteda. Naja, da eben halt, wa? Ja, die Stadt, die gewählt wurde. Ja. Da soll ich wohl mit denen quatschen. War ja nicht immer die Nachbarstadt, aber relativ nah. Da können wir mal das Teleport-System benutzen. Mhm. Wie macht man das am besten? Entweder du machst den Haken rein, dann solltest du halt dieses Kreisel-Ding bekommen zum Teleporten. Oder du gehst halt zur nächsten Götterstatue, die ja die Teleport- und Schnellreisemöglichkeit in dem Spiel ist. Aha. Und reist damit. Jo, dann suchen wir mal eine Götterstatue. Ich glaube, da oben hatte ich eh eine gesehen. Ja, ich sehe auch auf deiner Karte, dass sie markiert ist. Ich sehe auch, dass auf deiner Karte viel weniger NPCs sind als auf meiner. Okay. Für dich fehlt hier ein Miner, mit dem ich hier reden kann. Ja. Gut. Kladipeli-Hodiga, da haben wir sie, ja. Okay, Teleportation im Gange. Materie-Transferprozess eingeleitet. Nee, das ist göttliche Magie. Wir werden hingegöttert und zurück. Naja, sagen wir mal so. Jede Technik, die fortschrittlich genug ist, ist für jemand anderes Magie. Jetzt kommt der mit was Interessanten. Sind wir wieder beim Bild, ja? Bei der Bilddiskussion? Nee, das wäre dann schon nicht mehr Bild. Das wäre für die Bild wieder viel zu hoch. Ach, das ist schon viel zu hoch. Das ist schon zu hoch. Ja, das ist viel zu hoch. So, hier wird mir mein Häkchen angezeigt, mein Fähnchen angezeigt. Dann wollen wir mal zum Fähnchen. Was ist denn das für ein komisches Ding hier? Oh, da kann man hier schon Gold kaufen. Okay. Ich hätte niemals gedacht, dass es die Klasse tatsächlich gibt. Einer, der repaired. Nice. Wollte ich auch machen, die Klasse nehmen. Wieso? Weil ich es tatsächlich interessant fand, das ist ein reiner Supporter, der halt sich nicht auf dem Schlachtfeld blicken lässt. Aha.
Und der verkauft halt Sachen. Aha, Defeating Stone Orcas in Kristallminie 1F. Okay, ich akzeptiere den Test. Ja. Und das muss ich sozusagen nochmal bis zu der Mine hinlatschen, genau. Ich werde mir ein, zwei Sachen verkaufen. So, das ist dann aber das Letzte, was ich auch dann heute anstelle. Hast ja auch reichlich geschafft. Ich meine, ein Jobquest einmal umlernen, das ist schon reichlich. Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, da fehlt mir die Referenz. Die ersten gehen sehr, sehr schnell. Also, wenn du es bis zum zweiten geschafft hättest, da hätte man schon sich verneigt, hätte ich meine Krone gezogen und die in den Schoß geworfen. Naja, ich frage nicht, wo ich die Krone habe, aber ich musste dafür töten. Oh mein Gott, du. Kann es das sein, dass du irgendwann mal F9 gedrückt hast? Warum? Weil du, da steht die ganze Zeit, jetzt fällt es mir eigentlich mal so auf, dass du ein Video aufnimmst. Ja? Da machst du das mit Absicht? Ach, der nimmt hier selber auch nochmal ein Video auf. Ja, nicht. Habe ich jetzt mit F9 auf mein Streaming Kit? Nein. Ich sehe halt links oben bei dir in deinem Stream, dass der ja schon eine bestimmte Datenmenge sogar schon eingeht. Also wenn ich jetzt F9 drücke, dann passiert hier nichts. Aber bei mir steht, also ich sehe in deinem Stream natürlich, dass links oben halt Video steht. Ja. Das ist nicht F9, weil warte. F9 ist der Companion, aber ich habe da gerade auch F9 gedrückt. Es ist F12. Ah, F11 ist das? 12, wie? Wie nun? Kleine Typen. Die 12. 12. 12. 12. Also wie das Screenshot von Dingens Kirschen. Ja, toll. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der nimmt, oh, jetzt zeig ich auch mehr FPS. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist eine Funktion, dass er OBS sozusagen mitnimmt. Weil recorden tue ich jetzt wirklich tatsächlich. So. Nicht, dass du jetzt dein normales Record-Programm gekillt hast. Naja, der läuft die ganze Zeit im Hintergrund mit dabei. Gut. Irgendjemand soll ich hier killen. Jetzt suche ich gerade, wo ich hier hin muss in der Mine. Lang wie die Goblins, die hier überall rumlaufen, diese grün gesichtlichen Einzelmännchen. Quest. Bob, meiner, war es doch, oder nicht? So, wo war das gewesen? Quest. Das ist Party-Quest. Wizard. The Wizard. Defeat Stone Orker from the 1F Floor. Stone Orker, okay. Jo, dann muss man mal gucken, wie die Stone Orkers hier wo sind. Aha. Ja, ich such schon. Also jetzt, wo nur ein Recording läuft, ist eindeutig mehr FPS. Jetzt habe ich 50 und 50 plus, besser gesagt. Ich habe irgendwie die meiste Zeit 50, aber kaum, dass irgendwie... Oh, Gegner! Bricht es bei mir auch wieder weg. Na gut, es gehen in diesem Spiel anscheinend doch mehr FPS. Ich hab sie außerhalb des Bildschirms katastrophiert. Ah, total sein hat schon was. Oh, das gehört dazu. Das Collection System schon bemerkt. Okay. Aber ich glaube, ich habe die Stone Orcas gefunden. Aha. Ja, jetzt weiß ich ja wieder, wie die aussehen. Und wo die leben. Du hast nämlich den Stone Orca Boss bekämpft gehabt, als ich unter Holger Kager gewartet hatten. Aha. Holger sagen. Also da unten war der irgendwo dann. Ja. Wenn ich mich dann entsinne. In anderen Worten, ich habe schon Content gespielt, den ich hätte gar nicht spielen brauchen.
Ja, das ist richtig. Ja. Und ich meine, jetzt seid ihr auch endlich quasi das Level, was man hier so haben sollte. Naja, Recommended, ja, ist 16, du bist jetzt 18, du warst vorher mit Level 10 hier. Ja. Dann kann ich ja gar nicht so ein schlechter Spieler sein, wenn ich mit einem total Unterlevel hier auch noch vorankomme. Naja, du bist ja meistens Unterlevel zum... grinden, damit halt die XP mehr ziehen. So, jetzt fehlen hier aber die ganzen Orcas, ne? Ah. Haben wohl gerade Orca-Phase. Ja, das ist aber sehr schade. Da haben die Japaner die ganzen Orcas wieder weggefuttert. Dafür ist hier ein Kuru. Ja. Und greifst du ihn an? Ach, das ist, nicht zum Bekämpfen, oder was? Nein, das ist mein Pet, Mann. Ach so. Ja, ich wollte es nur streicheln. Yeah. Wollte nur Snoo-Snoo machen. Kennst du doch. Das ist mein Pettchen. Das ist, deutlich stärker als wir alle. Aha. Ich kann's streicheln, da. Dieses gutes Tier. Dies ist aber niedlich. Ja, es ist Name vergessen. Also der Name der Art vergessen. Aha. Hoglan, das ist ein Hoglan. Wobei ich jetzt nicht ja, dass wenn ich das Wort Hoglan sage, jemand auch nur die Ahnung kriegen würde, dass ich von einem Tier rede. Ah, sieht den Unterschied. Mein Magic Bolt kommt mir irgendwie schwächer vor als der. Ich schreibe gerade, dass ich wohl die ganze Zeit geheilt wurde. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, hat er aber. Ja, kann schon sein. Wie gesagt, ich war ja mehr damit überfordert, erstmal mit dem Spiel einigermaßen klarzukommen. Und vor allen Dingen wenige Batterien hier von den Controller. Das war ja auch nochmal so eine Nummer für sich selber. Jetzt wär's aber. Sind wir an der falschen Stelle? Ne, wir sind eigentlich richtig. Hier sollten die spawnen. Wer weiß. Oh ja. Und mit der Maus kann man nicht steuern, war ne, so. In Diablo, ne. Ich kann das schon. Aha. Es gibt ja verschiedene Steuerungsmodi, die du quasi über die Menü einstellen kannst. Und wenn du halt für dich für Controller entschieden hast, hast du halt keine Kontrolle mehr mit der Maus über irgendwas. Ah ja. Ich glaube, hier ist so ein Vieh, jetzt so ein Häkchen über den Kopf. Die Häkchen haben nichts zu sagen. Richtig. Ich glaube, der andere hat den hier gerade gekillt. Ja, Level 19 seid ihr jetzt schon. Wo ist denn da Hager hin eigentlich? Macht der jetzt seinen eigenen Job-Quest? Gute Frage. Ich weiß, gute Frage, nächste Frage, ne? Ja. Oh Gott, wie viele musst du töten? Mal gucken. Ah, nicht mehr so viele, wenn ich das richtig lese. Aha. Ah ne, oh Gott, noch eine ganze Menge. Ja? Was laut dem, was ich in deinem Stream sehe, 3 von 15. Oh. Dafür, dass wir noch nicht einen hier gesehen haben. Da stellt sich die Frage, ob es hier vielleicht eine Stelle gibt, wo es die öfters gibt. Dann sollten wir mal weiterziehen, aber hier war halt der Boss, ne? Ja. Da, hier, oh mein Gott. Wo denn? Ah.
gerade ein ganzer Schwarm gespawnt, als wir aufgeben wollten. Ja. Das hat sich doch mal gelohnt. Ich habe sogar so einen magischen Blütenstab gekriegt. Cool. Also, na gut, das ist... Schwächer als das, was ich habe, aber es sah im ersten Moment aus wie so ein magischer Blütenstab. Der Verdammnis. Hm. So, ich guck mal kurz nach, ob ich hier ein Item bekommen habe. Gut. Inventory. 5. Ja, das ist definitiv besser. Sollte ich mal ranmachen. Was haben wir hier? 7. Der ist 5. Okay, kommt der ja mal rein. 4. Die Hose ist definitiv besser. Die Schuhe sind hier auch besser. 4. Was ist das hier? New. Ein Hammer. 17. Nö. Okay. Schubidu, Overkill. Hat die hier eine Zwiebel auf dem Kopf? Tatsächlich. Hat der Hager auch gehabt. Hat auch eine Zwiebel auf der Birne. Ach du Schande. Oh Gott, ist das warm hier. Und es ist dabei schon so dunkel. Ich glaube, der Sommer ist final da. Na, jetzt zum Wochenende wird es insgesamt in good old Germany wieder etwas... Oh, hier sind sie! Ich glaube, du hast nicht mehr getroffen. Ja, es könnte der Winter werden. War jetzt genug warm. Oh, das hört sich gut an. Kommt ja noch dazu, dass immer der Computer eine Mordshitze ausspuckt. Oh ja. So, wie viel brauche ich jetzt? Gucken wir mal. Ja, das wärst du fertig. Woran sieht man das? Dass da so ein Kreis... Dieses Umbrella-Symbol, okay. Ja, was ja der Teleport ist. Wenn du ihn anklickst, teleportierst du dich augenblicklich zurück. Ja? Ja. Tatsächlich. Aha, aha. Cool. Na, sag ja, Profi-Gamer, ne? Yeah. Yeah, jetzt hast du dich wieder verraten, ne? Ich weiß, du könntest sagen. Ja. Oh mein Gott, ich habe gerade einen Boss gefunden. Aha. Und ich bin alleine, oh Gott. Davon sehe ich hier gar nichts, also so schlimm kann das nicht sein. So, Koll. Ich dachte, du hast eine Karte erst vorab bekämpft. Achso, okay. So, Quest ist komplett. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich skillen kann. Aha. Suspell. Skill, bring, cast cannot be interrupted by enemy attacks. Duration 7. Was macht denn der eigentlich genau? Und gekillt. Quest complete. Hell yeah. Boom, chakalaka. Boom, chakalaka, boom, boom. Oh yeah. Ich kann ja gleich nochmal checken, ob ihr den auch schon platt gemacht habt. Jetzt, wo ich weiß, was man machen muss, um ihn zu beschwören, vollkommen random rausgefunden. Duration 9 Sekunden. Ach, der ist mit drin, all equipped. Der ist automatisch. Oder was? Weil den kann ich nicht da runterziehen. Den könnte ich jetzt ziehen. Den nicht. Der ist wohl passiv immer mit drin, ne? Warte mal, dann mach ich mal Cancel. Oder du hast noch nicht bestätigt. Stimmt, das kann sein. Warte mal, ich mach mal. Brauch weg nochmal. So. Machen wir noch einmal. Bestätigen mal. Ah, okay. Ach, da ist selber drin. Was macht denn der eigentlich genau?
Ja, nu? Ich würde dir lieber einen Punkt noch ins Earthquake geben, weil Earthquake ist ja ein krasser Skill und Flächenwirkung auch ein Scheiß. Naja, das sowieso. 1, 2, 3. 1, 2. So, keine Ahnung, was der jetzt hier machen soll. Werden wir halt sehen. Gut. Ach, da ist auch nochmal ihn zum Abgeben. Machen wir das mal. Boah, knapp 4 Stunden. Ich denke, da hat man einiges vom Spiel gesehen, wa? Boah, so rein theoretisch, ne? So, Repairing. Ist repaired. So, gibt Gegenstände. Ist immer sehr schön. Danke, danke, danke. Gut, wie komme ich am besten am saubersten aus dem Spiel raus? Naja, du gehst quasi in Level 2 von dieser Mine. Und da ist der Eingangsbereich. Da spawnt nichts. Da ist es safe. Seltsam, bist du im anderen Kanal? Ja, du bist im anderen Kanal gelandet. Wir sind alle. Ach komm schon, Spiel, schickst du sich hier verschiedene Kanäle. Das ja, das macht das Spiel wohl irgendwie mit Absicht, wa? Ach, Charakter Selection, okay. Gut, dann heiße ich erstmal für alle, die sozusagen in der Du-Röhre sind, also YouTube. Warum läuft denn die hier gegen die Wand? Das ist sehr seltsam. Einen schönen Tag und vielleicht sieht man bei YouTube nochmal einen anderen Teil. Muss ich mal gucken. Ansonsten, wenn ich auf jeden Fall bestimmt bei Twitch den einen oder anderen Tag, wenn der Ottwald auch mal wieder Lust hat, war, Otti? Wenn ich Zeit habe, mein lieber Freund. Ja, du bist ja so Profi-Gamer, da hat man ja. Ja, mit der Zeit halt. Gut, in dem Sinne euch allen bei YouTube einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bye, bye und Cheerio.